Das lang ersehnte Interview zwischen Tucker Carlson und Wladimir Putin hat letzte Nacht stattgefunden. Und es war eine lange Nacht, weil das Interview ging über 2 Stunden. Und die ersten 30 Minuten hat Wladimir Putin erstmal sein Geschichtswissen zum Besten gegeben und hat wirklich seit 1842 die Geschichte zwischen Russland, Ukraine und so weiter lange, lange referiert, wo ich schon dachte, boring, whatever. Ja. Unglaublich war aber natürlich im Vorfeld, wie Tucker Carlson angegangen wurde dafür, dass er mit Wladimir Putin überhaupt spricht. Und genau das müssten wir doch eigentlich machen. Ihr wisst ja, ich bin ja auch jemand, der Brücken baut, der für den Diskurs steht, der auch alle anderen Meinungen mal anhört, egal ob Volker Quaschning oder Ricarda Lang, egal ob Hans-Werner Sinn oder wen auch immer. In einer pluralistischen Demokratie muss man doch mit allen Meinungen irgendwie sich auseinandersetzen. Davon lebt doch die Demokratie. Und das ist leider in den letzten Jahren unter die Räder gekommen. Und deswegen wurde Tucker Carlson tatsächlich geframed und natürlich auch angegriffen, dass er es überhaupt wagt, mit Wladimir Putin zu sprechen. Aber ist es nicht die einzige Möglichkeit, um zu wissen, wie denkt dieser Mensch und was sind die Lösungen? Wie kommen wir wohin? Es waren ein paar überraschende Aussagen dabei, die ich dir natürlich heute dann jetzt mitteilen möchte. Tucker Carlson wurde natürlich als Trump-Freund betitelt oder als Putin-Knecht oder ja, der Rechte. Natürlich immer das Framing mit Recht. Alles, was nicht irgendwie in den Kram passt, ist natürlich rechts und böse. Natürlich, er ist konservativ, auf jeden Fall. Aber ich finde es unglaublich, dass die andere Presse wirklich wahrscheinlich Angst hatte. Auf einmal, oh, der hat das Interview hinbekommen. Und natürlich ist auch Tucker Carlson immer mit Vorsicht zu genießen, man muss immer abwägen. Aber dass Putin überhaupt zum allerersten Mal nach über 2 Jahren Krieg mit einem westlichen Medienvertreter gesprochen hat, ist doch schon mal ein positives Zeichen. Und wie erwähnt, die erste halbe Stunde hat Putin erstmal sein Geschichtswissen, was wirklich immens ist, zum Besten gegeben. Und da muss ich sagen, macht Putin schon einen sehr fitten und souveränen Eindruck, besser auf jeden Fall als dieser Herr hier. Ja, Joe Biden weiß teilweise nicht mehr, wo er ist oder wen er trifft. Also anscheinend hat er jetzt Mitterrand getroffen, der eigentlich schon seit 28 Jahren tot ist. Oder er verwechselt Frau Merkel mit Herrn Kohl. Gut, beide haben vielleicht die gleiche Statur und die gleiche... Die Gewinnblitzfallstudie. Wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen, sofort ansehen. Partei, aber sonst... nicht viel dahinter. Und hier Mexiko und Ägypten, auch relativ ähnlich und so weiter. Also wir müssen zugeben, der Hegemon USA ist am Wanken. Nicht nur der Hegemon USA, sondern auch deren Präsidenten, nämlich Joe Biden, der mit 81 immer noch ins Weiße Haus tippeln möchte. Die erste Knalleraussage, die dann Putin getätigt hat, war folgende. Nämlich hat gesagt, die CIA hat den Krieg begonnen. What? Ja. Auf die Frage nämlich, wer denn den Krieg in der Ukraine begonnen habe, antwortete Putin, dass der heutige Krieg in der Ukraine ein direktes Resultat sei von dem, was die CIA damals 2014 in der Ukraine gestartet hatte. Und damit spielt Putin auf die Maidan-Revolution aus dem Jahr 2014 an, bei der die CIA wohl offenbar eine wichtige Rolle gespielt hat. Das wird auch immer wieder bestätigt. Also zum Beispiel hat Oliver Stone, der amerikanische Regisseur, 2 Dokumentationen über die Ukraine gemacht und da wird es auch öfters besprochen. Zudem ist es schon fast allgemein gut, dass Victoria Nuland mit 5 Milliarden Dollar den Regimewechsel in der Ukraine mit unter anderem finanziert hat. Putin sagt, das Ziel Russlands sei es, diesen Krieg zu beenden, weil seit 2014 würde der Donbass teilweise in einem Bürgerkrieg stecken. Und dann sagt Putin was ganz Spannendes, weil wir wissen ja alle, in der Zwischenzeit ist es auch bestätigt, dass es wenige Wochen nach dem Kriegsstart Friedensverhandlungen in Istanbul gab unter der Regie von Erdogan. Und es waren am Anfang immer die Verschwörungstheorien, die aber dann Realität wurden sind. Und in der Zwischenzeit wissen wir, diese Friedensverhandlungen haben tatsächlich stattgefunden. Und beide Seiten sagen in der Zwischenzeit, dass der Friedensvertrag de facto fertig war. Spannend ist natürlich, dass nicht nur Putin das sagt, sondern sogar der Chefverhandler der Ukraine selbst hat dies nun öffentlich bestätigt. Dass es da damals ein Friedensangebot gab, dass es auf dem Tisch lag und dass die einzige Bedingung war, dass die Ukraine einfach einen neutralen Status erhält und eben nicht der NATO beitritt. Also, dass die NATO sich nicht weiter Richtung Osten, Richtung Russland ausbreitet. Und das waren laut Putin natürlich aus russischer Sicht 2 absolut völlig legitime Forderungen, die Putin auch immer und immer wieder so klar gemacht hat. Es ist verständlich, dass Russland keine NATO vor der direkten Haustür möchte. Ich meine, wie würde denn zum Beispiel die USA reagieren, wenn in Mexiko oder Kanada auf einmal russische Basen eröffnet werden würden? Und genau deshalb hat man immer wieder auf eine neutrale Ukraine gepocht, die den gleichen Status wie zum Beispiel Finnland hätte. Aber anscheinend hatte die USA etwas dagegen und auch das sagt er, nämlich die Friedensverhandlungen hat niemand anderes als der Premierminister des Vereinigten Königreichs damals, Boris Johnson, vereitelt. Und damit haben wir es schwarz auf weiß. Im Westen wollte man anscheinend wohl keinen Frieden haben. Krieg ist halt auch ein gutes Geschäft. Und Boris Johnson, der Premierminister, sagte damals tatsächlich, lasst uns das mal nicht unterschreiben und lieber Krieg machen. Und wenn das so stimmt, ist es meiner Ansicht nach ein gigantischer Skandal. Aber viele Indizien sprechen dafür,
dass es so ist. Jetzt haben wir in den letzten Wochen immer schlimmere Kriegsrhetorik aus dem Westen gehört, sogar aus der Bundesregierung. Der vielleicht kriegsgeile SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die Kriegsrhetorik in den letzten Wochen immer weiter eskalieren lassen. Ne? Von Deutschland muss sich kriegstüchtig machen. Und das anscheinend wollten wir doch aus der Vergangenheit lernen. 80, 85 Jahre nach Stalingrad und nachdem die Wehrmacht hier Länder überfallen hat. Dann auf einmal, ja, in 5 bis 8 Jahren wird Putin Deutschland angreifen. Da steht er an der Elbe, an der Fulda oder vielleicht sogar am Rhein oder an der Rems hier. Oh Gott, ich habe Angst. Ja, also diese Kriegsrhetorik macht mir persönlich große Angst. Warum möchte man jetzt dieses Feindbild wieder aufstehen lassen, dass der böse Russe über Nacht in Deutschland einmarschiert? Ich persönlich habe ja meine eigene Theorie, warum wir auf einmal diese Kriegsrhetorik hören. Hat immer was mit Geld zu tun, weil Geld regiert die Welt. Follow the money. Und oftmals ist es so, wenn die Schuldenstände exorbitant steigen, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, wird oft gerne leider Krieg als Lösung herangezogen, um den Schuldenberg zu reduzieren, wegzubomben. Und ja, wenn was kaputt geht, kann man auch wieder aufbauen. Aber das ist meine eigene Theorie. Ja, und wie oft haben wir das in den letzten Wochen gehört, dass Putin nicht bei der Ukraine Halt macht, sondern danach holt er sich ja Polen, Lettland, Litauen und dann natürlich auch Deutschland. Und wie gesagt, unsere Regierung bereitet uns schon eigentlich indirekt auf einen direkten Krieg mit Russland vor. Und das finde ich brandgefährlich. Aber lass uns doch mal gemeinsam kurz schauen, was Putin direkt zu diesem Thema sagt. Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threatmongering. Er sagt also, dass Russland nur Polen angreifen würde, wenn Polen Russland angreift. Ganz klar. Und er hat überhaupt gar kein Interesse, irgendwie Lettland oder Polen anzugreifen. Und kein normaler Mensch würde das eigentlich machen, weil es würde natürlich auch Implikationen mit sich bringen, die kein normal denkender Mensch irgendwie haben möchte. Es wäre nämlich eigentlich dann der dritte Weltkrieg. Also er entzieht eigentlich den Aussagen der westlichen Kriegstreiber wie Strack-Zimmermann, die auch Waffenlobbyisten ist bei Rheinmetall, oder eben Boris Pistorius, komplett den Nährboden für ihre Rhetorik. Weil er sagt, ist ganz klar. Und natürlich würde jetzt der eine oder andere Kritiker sagen, ja, aber das sagt er immer und dann macht das doch anders und so weiter. Aber man muss sich auch überlegen, wie sollte ein Land mit einer schwachen Demografie, die jetzt schon in der Ukraine Schwierigkeiten hat, sich überhaupt durchzusetzen? Ja, okay, klar, die Ukraine wird nicht gewinnen und Russland macht Fortschritte. Aber es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie hier einen Blitzkrieg veranstaltet haben und in 2 Wochen irgendwie die ganze Ukraine eingenommen haben. Wir reden von 2 Jahren Krieg und wahrscheinlich 1 Million Toten auf beiden Seiten. Und das ist ein absolutes Desaster. Dann sprach Tucker Carlson ein sehr spannendes Thema an, nämlich der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Und Putin sagt ganz klar und deutlich, dass es die USA bzw. die CIA war. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an.
Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.